Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Diablo 3 Season 8, dem Let's Play von Drago Basler. Ja, ich habe jetzt den Guide ausgesucht, den ich machen will. Und das ist der High G Rift Maybe Sesk Sick. Einfach einer, der mit den normalen Attacken Frenzy und Bash, also den Generator-Skills, angreift. Er benutzt die unsterblichen König Handschuhe, Schritte, Statur, Gürtel und die Herrschaft und der Helm. Der Helm muss ich dann wieder rein machen. Das Amulett ist das Traveler's Badge. Da ist ja die Windrose, die wir auch haben. Ja, genau. Für zuständig. Und die Windrose natürlich auch. An der rechten Seite ein Ring der Elemente. Also, wo haben wir den? Ja, das ist ein Obsidianring. Das ist ein Stein des Jordans. Da, Zusammenhalt der Elemente, genau. So, dann haben wir als Schwert. Ich sehe gerade das nicht. Ich muss kurz mal schauen, ob ich da wegklicken kann. Genau hier. Also, jetzt machen wir wieder an. So. Also zuerst mal der Hammer in den Cube, also in den Würfel. Der Hammer, Schmiedehammer, genau. Dann rein, wird nicht angezeigt bei diablofans.com. Und im Ding haben wir den Prunkring des königlichen Prunks. So, was wollte ich sagen? Na ja, den Offkeeper. Off heißt irgendwas mit einem Baum, oder? Ist doch ein Baumort. Einfach Offkeeper. Das ist ein Schwert, das irgendwie die Frenzy auf 10 Stacks erhöht, glaube ich. Und das andere Schwert ist das Blade of the Warlord. Also ich schau mal, ob ich das habe, Offkeeper. Habe ich das Offkeeper-Schwert? Nein, habe ich nicht. Hä? Habe ich das Blade of the Warlord? Da. Klinge des Kriegsherrn, ja. Das ist richtig. Die müssen wir einfach besser kriegen. Und dann ausrüsten, hä? Okay. Sonst brauche ich eben die Klinge des Warlo nein, der Orkkeeper braucht noch. Die Klinge des Kriegsherrn habe ich ja noch. Habe ich ja schon, aber sehr schwach. So, also jetzt müssen wir kurz zur Schmiede gehen, hä? So, wenn die Stimme ein bisschen zu laut ist oder so, aber ich habe bemerkt, dass meine Stimme zu leise ist. Im Gegensatz zu anderen Videos. Das möchte ich ja ein bisschen verhindern. Ein Sockel. Sehr gut, den brauchte ich ja. Ah, jetzt müssen wir den rausnehmen, gell? Schaut meine Minions an. Also von dem kleinen Zwergel. Zwergel. Das ist ein Zwergel. Der Templer. Ich habe ja gesagt, ich nehme das raus. Bei Band der Macht bräuchte ich vielleicht noch 55 Stärke. Ja, wegen Crit schon. Nur wegen Crit würde ich den schon vorziehen, den Credits Flamme. Credits Flamme macht Feuerschaden. Feuerschaden, ja, ist stärker. Ah, der Schwächer. Ja, Blockschaden brauchst du wirklich nicht. Du bist doch keine Memme. Blöder Templer. So, jetzt haben wir noch, was wir machen müssen. Genau. Das Reich der Verdorbenheit. Ja. So. Dann nehmen wir hier Tristram. Also ich sage immer nur Tristram, aber ich habe es gerade gemerkt, dass es neu Tristram ist. Das alte Tristram ist ja zerstört. Ah, ich liebe diese Mönche. Sie bringen mich zu Weißglut. Und Schwarzglut. Weiß-Schwarzglut. Oh, Scheiße. So früh am Morgen muss ich hier noch die Doppel. Oh nein, ich komme. Schnell töten. Ich brauche mehr Zeit. Wir müssen den irgendwie töten. Der übertreibt am Schluss.
würde wahrscheinlich sehr schwer werden. Schau, er vergiftet alles. Das geht noch nicht. Zum Gestank. Nicht genug Mut. Ihr betreibt's doch noch. Ja, wie viel stinkst du? Du stinkst zu viel. Ich glaube, der andere macht ein bisschen mehr Schaden. Nimm mal die Dinger weg hier. So ist ein bisschen weniger stinken. Genau, geh du mit. Genau, komm du ein bisschen zu mir. Ja, ja, ich wäre fast gestorben. Und der mehr Schaden gemacht hätte. Das geht noch nicht. Und der andere hat irgendwie mehr Leben, hä? Ich dachte, der Gom hat immer am meisten. Du Gom-Drecksack. Stink jetzt mal weniger. Du übelstes Monster der Stinkgewalt. Mehr Wut. Ich brauche mehr Zeit, ich brauche Wut. Can you beat him? Yes, I beat him. Can you beat him? Yes, I beat him too. Yes, I beat him. Yes, I beat him. Can you do? Ach Gott. Nicht genug Mut, das geht nicht. Can you beat him? Can you beat him too? Forever. I beat him, I destroy you. I kill you, Fettsack. Fieser Fettsack. Aus Austin Powers. 1 bis 3. Fieser Fettsack. Mike Myers ist wirklich einer der lustigsten Schauspieler. Schade, dass er nicht mehr so viele Filme oder gar keine Filme mehr macht. Ich möchte ihn wieder in einem Film sehen. Ja toll, ich habe den falschen Skill eingesetzt, weil er nicht ready ist. LOL, ich habe den noch nicht besiegt. LOL. Wie er Angst hat! Der hat mega Angst! Halt die Fresse. Ich bin Maximus Decimus Meridius. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Anführer verzweifelter Männer. Vater eines verstorbenen Sohnes, Mutter eines verstorbenen Ehemanns, und ich werde dich rächen. Ich werde sie rächen in dieser Welt oder in der nächsten. Ach Gottchen, jetzt habe ich das alles vergessen. Es war schon lange her, seit ich in dem Film wieder geschaut habe. Momentan höre ich nur die Musik von Gladiator. Ah, der Film ist einfach genialist. So. Haben wir das auch abgeschlossen? Jetzt kommt von wegen gesettelt. Schließt ein Set-Portal ab. Ja, wo ist jetzt das Set-Portal? Ich muss nochmal schauen, hä? Unsterblicher König Set-Portal. So. Osu.de gibt's das. Ja, aber du musst nicht erklären, was man braucht. Du musst erklären, wo das Portal ist. Aha, man findet es bereits in deinem Guide. Ach so. Ja, aber wo ist es jetzt? Ach, sag's doch einfach. Das ist der Baba. Erbe des Rakors. Unsterblichen Königs.
Ruin von Session habe ich doch geschaut. Ah, ich habe wahrscheinlich nicht weitergeschaut. Ja, ich habe nicht weitergeschaut. Ich wusste, dass es in Session ist. Ich wusste es einfach. Mist. Gut. Ich habe es gewusst, dass es dort ist. Also, dann gehen wir Hey, wenn dorthin. ich so übellich aussehe, wirklich, lauf doch nicht. So. Habt ihr das gehört eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob Fraps noch aufnimmt. Wenn ich auf dem zweiten Ding, also wenn ich das Spiel minimiere und auf den zweiten schaue, weil das Spiel wird automatisch minimiert. Hier ist es. Es ist drinnen! Es ist nicht vor dem Tor, liebe Blizzard! Es ist drinnen! Blizzard, ihr seid so blöd! Ihr seid so gemein! Ihr seid die gemeinsten Publisher, die es gibt. Kein Held stirbt, aber tödlich Schaden lässt das Portal fehlschlagen. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels betrifft nicht die Schwierigkeit des Portals. Tötet 150 Gegner, während Zorn des Berserkers aktiv ist. Tötet jeden Elite-Gegner mit Hilfe des 400% Schadensbonus. Ja, ist ja easy. Ist ja sowas von Meine Diebe easy. kann nicht Das geräuschen. Portal schaffe ich wenigstens. Das geht Ah ja, nicht. das ist ja das, genau. Das ist das Portal. Ich habe mich immer One-Hit getötet, dass ich das erste Mal hier bin. Genau. Hey yo. Also. Dann gehe ich nochmal zurück, weil dort haben wir noch einen anderen Weg. Ein Schritt in die richtige Richtung. Aha, nein, das ist Die Burghafen sind kompliziert. mir Holz. Ah, oh, schade, aber wir schaffen das Portal, weil wir so gut Wir sind. brauchen mehr Zeit. Nicht genug Mut. Hey, wieso sind die Boots so schlecht momentan? Muss ich echt sonst die Uhr anmessen, wenn ich es nicht schaffe? Ja. Okay, Sackgasse. So, danke schön, ihr seid so nett. Ah, liebe Leute. So nervig. Die Vorfahren So, sind mir haut Holz. ab, bitte. Alle abhauen. Da muss man die noch vernichten, eventuell. So, jetzt gehen wir mal nach oben wieder. Ah, die muss man auch töten, gut. Nein, die muss man nicht Ich töten. habe neue Kraft geschöpft. Noch nicht bereit. Ja, das schaffe ich locker, das Portal. Jetzt muss ich noch ein paar Gegner töten. 23, 17, 16. Und weiter? Noch nicht bereit. Ja, und jetzt? Geschafft. Ah, Elite-Gegner muss ich noch finden. Okay. Muss ich die Elite-Gegner noch finden? Da ist noch einer. Also ich wusste, dass ich die besiegen muss. Ich habe das Portal schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Deshalb weiß ich das natürlich nicht genau. Aber ihr seht es ja. Ich weiß es doch noch genauer, als ich meinte. Geschafft! Am ersten Mal! Das habe ich noch nie geschafft. Die Sepp-Portale lagen mir nie. Aber das war wirklich leicht, weil wir schon so weit sind, hä? Ach, wie Ich cool. kehre in die Stadt zurück. Dankeschön, liebe Items. Aber es ist schon einfach irgendwie das Spiel, hä? Es ist viel zu leicht, auch als Singleplayer-Spieler. Okay, ich bin ja nicht mehr Single, Solo, Self-Found. Ich bin ja in einem Livestream-Part mit einem anderen zusammen gewesen und der hat mich ein bisschen gezogen. Aber nur ganz wenig und am Schluss natürlich. Das war erst vor zwei Parts oder drei Parts. Ja. Ah, krass.
Fieser Fettsack habe ich mitgenommen. Der fiese Fettsack 2. Ja, zu wenig Blutsplitter. So, was brauchen wir jetzt noch? Ja, easy. Seht ihr auch noch? Easy. Machen wir das gleich mal, dann haben wir schon fertig. Ja? Da müssen wir Matthäus schon töten, oder was? Nein, Xalfane. Schade. So schade irgendwie. Ich hätte gerne mal Fell getötet als Quest. Als Kopfgequest. Oh. Ich dachte, das wäre ein Gegner gewesen, aber dabei sind es meine Uran gewesen. Vor allem meine Goblins. Das geht noch nicht. Jetzt mache ich gerade so wenig Schaden. Ah, ja, wegen der Stärke, die ich bekomme durch Kills. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Ach komm, ich tue die weg. Sieg ich gar nicht. Ja, also. Das Let's Play wird natürlich noch lange nicht vorbei sein. Bis Season endet, werde ich nicht aufhören mit diesem Let's Play, gell? Das müsst ihr einfach bedenken. Aber ich werde nebenbei noch ein anderes Spiel spielen, das gar nicht mal so ähnlich ist wie Diablo 3. Also ich tue hier Path of Exile spielen schon. Aber ich spiele noch Gothic 1. Ich werde Gothic 1 anfangen, aber nur im Livestream. Weil ich werde wahrscheinlich bald aufhören, normale Let's Plays zu machen. Weil... ja, es geht halt einfach manchmal nicht wegen der Zeit. Ich fange an zu Kampfsport machen und zu Fußball spielen und alles. Und dann bin ich K.O. vor allem am Morgen, weil ich da Muskelkater habe. Das wäre das. Auf jeden Fall ist es für mich natürlich zu schwer. Dann noch mit Raps aufzunehmen, wenn ich keine Glasfaser bekomme. Ich habe gehört, Glasfaser ist in meinem Dorf gemacht worden. In meinem Dorf Glasfaser? Das gibt's doch gar nicht. Mein Dorf ist so klein. Das könnt ihr in den Vlogs dann sehen. Auf jeden Fall, das ist verschlossen. Ja, sehe ich, dass das, ich halt manchmal nicht mehr hochladen kann und deshalb weniger Parts kommen im Livestream. Eben nicht im Livestream, also per Aufnahme. Und im Livestream mehr Parts kommen, hä? Und dürft ihr gerne die Videos auch danach schauen. Die Livestreams sind nicht dazu da, um nicht zu geschaut zu werden als Video. Wenn es das Video hochgeladen wird danach. Sondern der Livestream ist dazu da, um auch später noch angeschaut werden. Und das verstehen manche Leute bei mir scheinbar noch nicht so gut. Ich verstehe es ja. Es ist schon schwer, YouTube. Da muss man auch zuerst auskommen als Zuschauer. Wenn man es selber macht, dann hat man schon ein bisschen mehr Ahnung, aber natürlich auch noch nicht alles. Also ich lerne heutzutage immer noch irgendwas von YouTube. Das ist einfach schwer. Aber vor allem, halt doch die Fresse, du lautes Stück Scheiße. Danke. Ja, auf jeden Fall habe ich... einfach so das Gefühl, die Livestreams werden nicht mehr geschaut, wenn sie als Video veröffentlicht wurden. Oder? Die werden automatisch immer als Video-Ding. Also wenn ihr etwas verpasst, schaut es nachher. Ganz einfach. Und deshalb mache ich auch wieder mehr Parts hier. Ja? Also im Livestream, nicht hier. Und jo. Da kommen wir auch schneller vorwärts, versteht ihr? Dann kann ich 2 Stunden aufnehmen pro Video. Und nicht nur 30 Minuten. Weil YouTube ist noch relativ schwach bei den Video-Uploads. Im Livestream ist es schon eigentlich besser. Aber auf 2 Stunden maximiert ist auch schlecht. Ich finde es schlecht. Die Videos werden nicht, meistens nicht viel länger. Die werden dann gecutet vom Anfang an. Und dann wird auf der Anfang rausgeschnitten. Das ist blöde. Deshalb möchte ich das einfach so 2 Stunden Fazit machen. Im Livestream. Noch nicht bereit. Kommt jede zweite Stunde eine Pause, 25 Minuten oder weniger. Und sonst gibt es geballte Ladung bei mir. Ich mache nicht immer wieder Pausen und so. Das geht noch nicht. Das liegt mir auch nicht. Ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn ich sehe, oh, die
Zuschauer müssen wieder eine Pause erwarten, sorry. Und so weiter. Also, tja, was ist es eigentlich? Sieht aus wie der Weltenstein in kaputt. Naja, es ist auch herzfester. Das ist, glaube ich, der Seenstein. Ja, das sind die Hinterlassenschaften des Seelensteins. Nerv nicht, Malte. Ah, ich habe nur einen. Lol, ich habe nur einen noch. Wahrscheinlich bin ich deshalb so schwach. Habt ihr das nicht gesehen? Also, mir sagt ihr nie etwas, hä? Ihr müsst mir ein bisschen helfen. Der Konflikt endet hier. Scheiße, du alle. Übertreib's mal nicht. Ich glaube, ich muss hier die Stufe. Nein, ich kann hier die Stufe nicht runterstellen. Ja, sonst muss ich Great Rifts noch machen. Ne? Also, wenn ich sterbe, mache ich Great Rifts. Die Wolken, die machen gar nicht. Ich brauche mehr Zeit. Dem Tod könnt ihr nichts anhaben. Ich sehe oben links die Zahlen gar nicht. Also, ich könnte die Zahlen gar nicht sehen, wenn jetzt jemand stirbt. Und schauen tue ich ja leider auch nicht, dass ich müsste schauen. Das geht noch nicht. Oh, jetzt beginnt er mit diesem Angriff. Also der ist wirklich einer der schlechtesten Bosse. Wird euch vom Schmerz befreien. Übertreib's mal nicht bitte, hä? Also er macht, er leidet schon viel mehr Schaden, hä? Ich brauche Wut. Konzentration ist gerade auch nicht so gut. Es gibt keinen anderen Weg. Ich merke, ich bin einfach noch nicht trainiert. Also, wenn ich trainiert habe, dann bin ich immer ein bisschen konzentrierter. Wenn ich nicht allzu sehr Kampfkunst trainiert habe, wenn ich Fußball trainiere, habe ich das nie. Aber bei Kampfkunst, das tut mich einfach alles abverfolgen, also absetzen, ja. Dass ich einfach alles abverlangt bekomme. Noch nicht bereit. Und deshalb, ja, sage ich einfach dazu, es tut leid, wenn ich nicht konzentriert bin, oder? Ich brauche mehr Zeit. Kennt ihn gar nicht so, der Boss. Eure Zeit ist abgelaufen, Nephael. Nein, sicher nicht. Meine Zeit ist für immer. Das geht noch nicht. Ich bin ein unsterblicher Nephalem. Ich werde dich besiegen, du scheiß Engel. Todesengel, der stirbt. Wirst du was von sterben? Nicht ich. Ich werde durchhalten, auch wenn ich sehr viel Schaden bekomme. Am Ende müssen sich alle dem Tod beugen. Nee, niemals. Du redest zu viel, du blödes Tier. Machst gar keinen Schaden. Sorry. Du machst dir gar keinen Schaden, du kleines Stinktier. Geh weg. Wolke, geh weg. Schaut, wie er Angst hat. Wie er einfach Angst hat. Er hört auch einfach ab. Ich muss mich erholen. Übertreib's mal nicht, gell? Ich brauche mehr Zeit. Jetzt übertreibst du nicht mehr, du Idiot. Am Ende müssen sich alle dem Tod. Nein, jetzt red nicht immer das Gleiche. Ich muss noch ein wenig länger warten. Verdammt, diese Wolke hat mich verlangsamt. Fick dich. Fick dich, du kleiner Engel. Okay, wir leveln noch ein bisschen. Aber 8 müssen wir das schaffen, hä? Aha, die Latenz. Bei 8000, bei 865, jetzt sehe ich es richtig. Boah, ist das schwer. Shit. Das ist natürlich schwer so. Natürlich, das war schuld. Hundertprozentig, die Latenz. Bitte, Blizzard, macht nur die Server mal besser, wenn ihr das Spiel schon nicht besser machen könnt. Bitte. Nur die Server ein bisschen besser machen.
Ich flehe euch an, macht bitte die Server besser. Das ist Wahnsinn. Es regt langsam auf. Es nervt mich. Wo sind jetzt die Elite? Wo sind die Elite? Ey, nervt das, wenn wir keine Elite finden. Blizzard, macht Elite rein ins Spiel. Gebt mir mehr Elite, die sind doch die schweren Gegner. Wieso macht ihr nicht mehr Elite rein? Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Das geht noch nicht. Ich werde so den coolsten Bild machen. Ich werde sicher noch ein eigenes Bild erstellen, sonst halt in der nächsten Season. Und im PTR spiele ich sicher auch bald wieder, aber da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben, gell? Wieder. Also eben, ich tue jede Season PTR aufnehmen, jede Season. Ab jetzt. Also, ja, ich habe leider viel verpasst. Vor allem hätte ich gerne ein paar Sachen aufgenommen, als Diablo 3 noch jung war. Als das Spiel noch gut war in den Anfangszeiten. Da gab es zwar mehr Bugs und Glitches, aber das Spiel war einfach fertiger, das hatte mehr Balancing, alles mögliche. Das Spiel war anfordernder, also... Ich möchte gerne mal wieder das Diablo 3 in der Anfangs... nach ein oder zwei Patches spielen. Weil sonst... würde ich immer Nostalgie haben und so weiter. Bitte Let's Player, die das Let's Played haben damals, löscht die Video bitte nicht. Ich will das Video mal wieder anschauen. Gehe ich mal zu einem Let's Player und schaue mir das an. Das ist mir schon wichtig. Damals war das Spiel viel besser. Nicht Casual. Die haben die Casual erst später eingebaut und das nervt mich. Ich bin ein Elite-Spieler. Ich spiele seit 1990 Videospiele. Als ich 3 war, war ich besser als mein Vater im Videospiele spielen. Nein, das stimmt wirklich. Und das ist Wahnsinn, also. Ich bin der geborene Zucker. So. Weiter geht's. Wir brauchen Elite-Gegner, nicht so einen Schmarrn für das Schild. Ah, noch ein Machtschrein. Ja, läuft jetzt gerade. Ja. Na, manchmal läuft es überhaupt nicht. Das Spiel ist schuld, dass es manchmal den Spielen nicht läuft, gell? Das Spiel ist nie schuld. Vor allem mich nicht. Ich mache mich jetzt gerade ein bisschen runter, aber tut mir leid, ich muss es besser machen. Ich mach mich runter. War nicht eine Pussy. Ich bin eben keine Pussy. Ja. Ich bin keine Pussy. Ich bin doch keine Pussy, meine Damen und Herren. Das YouTube sucht es. Ihr seid YouTube-süchtig, ich weiß es. So YouTube-süchtig. Ich bin YouTube-süchtig. Das geht noch nicht. Ich weiß, dass ich YouTube-süchtig bin. Und ihr auch. Alle sind YouTube-süchtig. YouTube ist eine Sucht. Eine harte Droge. Man nimmt sie ein und ist geflasht. Nur ein ganz kleines Schaum mit den Augen und man ist geflasht. Im Land der Träume. Noch nicht bereit. YouTube ist böse. Vulkator führt meine Hand. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Komm, jetzt gib mir ein gutes Item im Abschluss von diesem Rift. Hä? Gib mir die Rift. Komm bitte. G-Rift des Todes. Noch nicht bereit. La. Ich kann glaube ich schon ein paar Stufen wieder höher gehen, aber ich habe so das Bedenken, dass die Rifts wieder schlecht werden und ich es nicht schaffe. Ich will kein Cheater Rift in dieser Season abbrechen müssen. Ich muss alle machen. Das ist meine Challenge. Oh Gott, das wird schwer dann am Schluss. Das werde ich nicht schaffen, aber mal schauen. Ich brauche mehr Zeit. Also bis jetzt habe ich alle gemacht, auch wenn ich es eventuell bei einem Part nicht aufgenommen habe, aber ich glaube, ich habe es fertig gemacht. Oh, das weiter hoch, ich habe den Ding Schrein.
Wie heißen die Schreine schon wieder? Ach, weiß ich. Rahmen der Schrein der. Kette. Der Portalwächter hat euch aufgespürt. Noch nicht bereit. Hab ich schon wieder nicht mehr, oder was? Frechheit. Ich mach ne 8. Ich mach ne 8. Ich mach ne 8. Ich dreh mir eine 8. Ich dreh mir ein paar 8en. Und dreh mir ein paar 8en. Ich dreh mir einen Joint. Und noch einen Joint. Und dann muss ich leider ein bisschen abbrechen. Der Templer wird immer angegriffen. Das ist so böse. Ich muss endlich diesen Unbesiegbarkeits-Ding haben. Ja, nebenbei. Ah, ich habe eine gute Waffe, aber das ist nicht die gleiche. Und ich habe einen Dolch für den. Ding. Das ist doch Gitbin, oder? Das ist der Kürass des. Irgendwas. Was ist das eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Ich muss zurückkehren. Kritische Trefferchance, wir brauchen Krit, Krit, Krit. Wir kriten. Gut gekämpft. Nein, schlecht gekämpft. Ich habe mich gar nicht konzentriert. Ich habe nur Scheiß erzählt. Den ganzen Skilift habe ich Scheiß erzählt. Seid ihr bereit? So. Das ist zu teuer. Jetzt habe ich sie. Jetzt können wir eigentlich schon umskillen, oder? Ich habe das Amulett noch nicht. Schade. Das ist eine mächtige Waffe. Ja. So, und zwar schmeißen wir das weg. Ah, das ist der Eidbewahrer. Okay, das ist der mit der Angriffsgeschwindigkeit. Natürlich. Solaris kann weg. Solarium. Ah, geschändetes Erbe ist das. Ah, ja. Das könnten wir auch gebrauchen. Ah, Paulus Kürs, das habe ich nicht gewusst. Ich muss Kürs natürlich am Schluss nehmen. Schmeiß ich weg. Ah, die Umklammerung des Spinnenkönigs ist das. Aber der Gatebin sieht ungefähr gleich aus, oder? Leichenspinnen setze ich sowieso nie ein. So. Also. Jetzt, meine Zuschauer, werden mir das sehen, dass ich gar nicht weiß, was ich brauche. Aber ich muss einen Gegenstand zum Legendary aufwerten. Atem des Todes. Ja, einfach der Müll. Genau der Müll, den ich so oft habe. Schaut mal, 242 Atem des Todes. Ich muss mehr craften, unbedingt. Ich brauche keinen Schlüssel! Ich steck den Schlüssel in Sultan Kuls Arsch, aber so richtig mit den Spitzen voran. Mit dem großen, dicken Teil voran. Damit ich den Schlüssel umdrehen kann. Verdammt, ich brauch doch das nicht. Hammer der Uhren hat eine Chance von 29% für 20 Sekunden einen Uhrengruß zu beschweren. Habe ich doch schon. Den Schlüssel hatte ich doch schon. Ah ja, das Rinder-Level müssen wir dann auch noch betreten. Hä? Wisst ihr was, wir machen noch ein bisschen Goblins, bis der Part fertig ist, gell? Ich werde eventuell im Bart halt ein bisschen länger machen noch. Oder halt auch kürzer, weil ich habe vergessen einzustellen. Also ich werde den Schwarzhandschlüssel. Genau! Ich tue die Trotzmogrifikation von dem Vulkator so machen. Müssen wir gleich mal machen, ich habe eine Klinge. Das müssen wir gleich mal machen. Schauen wir ihn mal an.
Braucht einen schwarzen Schlüssel. Uran geht weg. Sieht mega genial aus. Ach, ich lieb das. Schaut, das ist ein Morgenstern. Das wusste ich gar nicht, dass es ein Morgenstern ist. Ist ja verdammt genial. Jetzt machen wir gerade die Transmogrifikation für diesen Scheiß. Also gehe ich nicht darüber, dann kann ich gleich transmogrifizieren. Sieht am besten aus, die hier. Ödlande. Ah, sieht nicht so schön aus, weil es so weiß ist. Ah, ich muss die Dinge noch dunkel machen, ne? Nein, da ist die Ende. Ich könnte mich dem Kampf anschließen. Ja, gar keine. Welch eine Tapferin. Ist nicht hier drüben irgendwo noch eine Händlerin? Es sind zwei dort unten. Ah, bei dem Händler ist es, oder? Findet ihr alles, was ihr braucht. Nein. Bei der Händlerin? Ja. Aber keine schwarzen. Jetzt muss ich da noch schwarz, ja. Ja, mhm. Ich finde den Ding nicht. Das Häuschen. Also der hat meistens gute Tränke. Das hat immer am besten. Nein, der hat auch keine. Akt 3, hä? Was? Ich bin hier? Akt 4. Also es gehört zusammen, ja, stimmt ja. Nein, nicht dort. Verdammt nochmal. Ich muss zuerst mal ein bisschen ausruhen nachher. Die Konzentration ist im Arsch. Im nächsten Video will ich die Konzentration nicht am Arsch haben, sondern auf dem Kopf. Oder dem Kopf, eher gesagt. Hey. An den meisten meiner Waren klebt fast. Jetzt gebt mir endlich die Tränke, die Fettsack hat die Tränke. Ja, hasse. Und ihr wollt doch nicht wie ein Bauer aus. Wo ist denn wie ein Bauer? Ist mir egal. Ja toll, ich ändere ja gar nicht die Farbe. Ich mache einen roten Helm. Ich bin Biene Maya. Ich bin die Biene Maya. Also egal wie lange jetzt der Part schon ist, ich mache jetzt noch nördlich das Hochland und Leorix Versteck oder der Leorix ist. Aber anders geht's nicht. Und im nächsten Part gehen wir mal in den Turm hier unten und suchen dort nach Goblins. Und machen wir die G-Rifts, nein, normale Rifts wahrscheinlich, weil ich keine. Oder habe ich noch? Weiß das einer? Auf jeden Fall machen wir nächstes Mal wieder G-Rifts oder normale Rifts, je nachdem, was wir nicht haben. Noch nicht bereit. Ja. Diese blöden Gegner wieder mal. Ihr Pfeifen. Gebt mir jetzt den Goblin. Ein Goblin geben, nicht Gegner beschwören. Das geht noch nicht. Diese scheiß Armschienen beschwören immer Gegner, die ich nicht brauche. Ich brauche sie nicht. Aber diese Armschienen sind immer im Würfel, aber wirklich ständig. Jeder hat die Armschienen, das nennen sie es im Gürtel. Im Cube. Ah, königlichen Krypten. Sag doch das früher. Ich muss alles wieder ein bisschen lernen von Diablo 3, das stimmt. Also ich habe ja meistens immer nur so ein bisschen gezockt und nie das auswendig gelernt oder sonst irgendwas. Einfach gezockt. Ich weiß das meiste schon fast nicht mehr. Leider. Was in dem letzten Jahr passiert ist, weiß ich fast gar nicht mehr. Weil mir wird Diablo 3 eigentlich immer wie egaler, also nicht ganz egal, aber... Das Spiel wird halt irgendwie schlechter. Für mich ist das Spiel irgendwie schlechter geworden. Jetzt ist es fast am Höhepunkt. Also, ich glaube, auch in einem Batch war es noch schlechter, aber auch nur, weil es sehr leckte damals.
Ja, es laggte mega damals. Aber nur wegen der Lags war es damit schlechter. Das Spiel war ja nicht schlechter. Halt die Fresse. Und stirb. Noch nicht bereit. Schalalalalala. Das Licht in Schalalalalala. Schalalalalala. Das geht nicht. Schalalalalalala. Ich brauche mehr Zeit. So. Gut. Keine Goblins heute, aber im nächsten Mal sicher. Tschüss.